Ich gehe da nicht mit rein. Ich habe zwar Kinder, aber trotzdem. Wobei ist ja nie. Die haben uns in Ronneburg, bei ihrem ehemaligen Buga, haben sie auch so ein Rad mit Proben von verschiedenen Substanzen aus der Gegend. Da haben sie aber gesagt, das wäre nicht so. Ja, aber weißt du, wie der Geigerzähler da losrattert, wenn ja, das weiß ich aber. Schornstein abriebt. Aber im Atomkraftwerk stelle ich mir noch schlimmer vor. Jetzt 10 Mikroliter von eurer Probe ab und da kommt dann 1 Mikroliter Ladepuffer dazu. Das ist zum einen hat er eine schöne blaue Farbe, dann kann ich das nämlich gut im Gel laufen sehen. Ich sehe also wirklich eine blaue Laufbahn, mehr sehe ich ja nicht. Und zum anderen beschwert er die DNA, dass sie wirklich schön ins Gel, in die Taschen fällt. Die Taschen fällt, komm auf. Das heißt, wir haben hier das Gel, das Gel gibt auch so Plastikträger und hier oben diese Löcher, das sind die sogenannten Slots. Diesen ganzen Träger mit dem Gel, der wird in so eine Kammer gelegt und der Kammer ist Puffer drin. Das heißt, auch diese Slots, die Löcher werden mit Puffer gefüllt und da gebe ich dann die DNA rein, direkt in den Puffer. So nennt es DNA ja auch eine Lösung, wenn ich da das in den Puffer reingebe, dann macht es einmal wusch und alles ist leck. Deswegen brauche ich diesen Ladepuffer. Das Ganze beschwert, dass die DNA, die ganze Puffer wirklich schön in diese Tasche reinziehen. Und der blaue Farbstoff hat halt zusätzlich den Charme, dass ich das auch wirklich sehe, dass ich da schon was angegeben habe. Und das war jetzt nicht die ganze Probe anfärben. Nehmen wir 10 Mikroliter ab, tun die auf so eine Platte depotieren und geben dann da den Ladepuffer dazu. Und die ganzen 10 Mikroliter geben wir dann auch auf das Gel auf. Jetzt weißt du, wozu sie ist. So ein Gel wird gegossen, das heißt, ich habe Agarose. Also Agarose ist ein Pulver. Das kann ich vielleicht mal vertonen und euch zeigen. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie Gelatine, Tortenguss. Ist das Nähracker auch sowas? Ist das ja, das gleiche? Ja, Tortenguss. Genau, sowas in der Richtung. Das heißt, die Agarose wird auch wiederum mit einem Puffer gemischt. Den Puffer haben wir hier in großen Flaschen. Und dann packt man das in die Mikrowelle. Durchs Erhitzen löst sich dann die Agarose in den Puffer auf. Solange das heiß ist, kann ich das gießen in solche Vorrichtungen hier. Das heißt, ich setze den Kamm hier ein. Ich gieße dann meine Agarose da rein und dann lasse ich das eine Viertelstunde bis 20 Minuten stehen und wenn es abgekühlt ist, wird es fest. Halt wie Trockenguss. Und durch diesen Kamm, den ich hier reingesteckt habe, bekomme ich dann halt die Löcher. Das heißt, sobald es fest ist, kann ich den rausziehen und da, wo logischerweise der